Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C-Sharp. So, bevor wir anfangen, möchte ich kurz noch sagen, dass das vermutlich vorerst mal das letzte C-Sharp-Video wird. Also wenn ich irgendwas Cooles finde, dann werde ich immer mal wieder was Neues reinbringen, aber die Serie ist jetzt nicht wirklich so beliebt. Wenn ihr weitermachen oder wenn ihr mehr C-Sharp haben wollt, dann schreibt es mir unten drunter, wenn dann genug irgendwann mal zusammenkommen, dann mache ich vielleicht auch mal wieder weiter. Aber schreibt dann auch gleich drunter, ob ihr lieber Forms, also C-Sharp-Forms haben wollt oder ob ihr andere Anwendungen wie zum Beispiel jetzt dieses Konsolenzeugs weitermachen wollt, also irgendwelche höheren Sachen lernen wollt oder ob ihr lieber Forms haben wollt. Gut. Okay, heute geht es um Exception Handling und ja, wir sehen hier diese Story. Wir kreieren ein eindimensionales Array mit einem Element drin und wir greifen auf das insgesamt dritte Element zu. Das heißt, es liegt sogar zweifach außerhalb des Bereichs. Und wenn wir starten, passiert das hier. Scheiße gelaufen. Was machen wir jetzt? Wir könnten es natürlich fixen, das wäre die einfache Möglichkeit, aber vielleicht schmeißt ja irgendwas anderes eine Exception und wir wollen sie abfangen. Und abfangen tun wir mit Exception Handling, mit Try. Und dann sagen wir hier, okay, ich möchte gerne das probieren. Und wenn eine Exception auftritt, so, dann sage ich hier, okay, Catch. Und jetzt kommt hier der Name der Exception rein. Jetzt müssen wir gerade noch mal kurz gucken, weil ich es nicht mehr im Hirn habe, was es war. Schauen wir nochmal nach. Wie heißt das Ding? Index out of range exception. Okay. Also sagen wir hier, okay, ist immer gut. Gut, und jetzt sagen wir hier catch index out of range exception e. Und wir wollen die jetzt ausgeben. Wir können natürlich hier auch einfach sagen, okay, wir fangen alle Exceptions. Das ist dann die Pokémon-Variante davon. Exception e. Damit fangen wir wirklich alles. Und geben hier dann aus, was wir wollen. Also zum Beispiel ein console.writeLine und dann e. zum Beispiel data. Und wir können es einfach mal angucken, was jetzt passiert. Wir führen es aus und dann sagen wir hier, okay, list dictionary internal hat einen Error hervorgerufen. Das war dieses Array hier. Aber es bringt uns immer noch nicht wirklich was, weil wir sehen ja nichts. Und deswegen sagen wir hier am besten den Stack Trace. Der Stack Trace ist ziemlich cool. Ihr seht jetzt gleich, was da alles passiert. Er ist furchtbar formatiert. Tja, kann man gerade nichts machen. Aber wir sehen bei Console Application 6, das ist der Namespace davon, Punkt Programm, das ist die Datei oder die Klasse besser gesagt, in der Main-Methode in dem Dokument, was ich hier so geschrieben habe. Das ist der komplette Dokumentenpfad. Und zwar in Zeile 16, und zwar hier. Da kommt der Fehler und wir wissen jetzt genau, was passiert ist. So kann man Fehler fangen. Ich würde hier, wie gesagt, immer möglichst spezifisch die Fehler fangen. Also ein Index, ups, ja, macht Sinn, danke. Ein Index out of range ist immer noch besser zu fangen als irgendwas anderes. Also als eine Exception generell zu fangen. Wenn ihr dann noch irgendwann mal, ihr könnt mehrere Catch-Dinger machen, dann könnt ihr hier unten einfach irgendeine Exception fangen. Dann habt ihr sie auf jeden Fall. Und das ist jetzt eben von dem oberen hier generiert. Hier könnt ihr dann auch noch den Namen hinschreiben und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt hier einfach auch noch mehr Möglichkeiten. Manchmal wird hier noch zusätzlich die Source angegeben oder die Message oder sowas. Also da könnt ihr einfach mal gucken, was ihr so machen wollt. Und ja, wenn das gefangen wird, dann läuft der Code unten drunter trotzdem weiter. Das heißt, ich kann jetzt hier noch weiteren Code schreiben, wie zum Beispiel console.writeLine, und es stürzt nicht ab, das Programm. Ich laufe weiter. Das heißt, euer Programm läuft noch, aber das, was hier drin war, das hat nicht funktioniert. Und darauf könnt ihr auch außerhalb von von dem Try-Block könnt ihr da nicht mehr drauf zugreifen. Was ihr aber machen könnt, ist, ihr könnt sagen, okay, wenn es nicht funktioniert hat, beziehungsweise ich probiere es einfach mit einem Finally. Und das Finally wird auch immer ausgeführt, also sowas wie das hier unten drunter. Nur, dass es tatsächlich direkt zum Exception-Block dazugehört. Ja, ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht mal, warum wir überhaupt sowas wie einen Finally-Block haben. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, da werden auch die Statements ausgeführt, egal ob jetzt eine Exception geworfen wird oder nicht. Console.writeLine. Finally. So, und wie wir sehen, es wird das Finally ausgeführt, wenn eine Exception geworfen wird. Wenn ich nur das hier mache, wird keine Exception geworfen, wie wir sehen werden. Und das Finally wird trotzdem ausgeführt. Also im Prinzip ist es ein bisschen komisch, aber ja. Gut. So, wie wirft man jetzt eigene Exceptions? Das tun wir zum Beispiel mit Throw. Beziehungsweise, was heißt zum Beispiel? Wir tun es mit Throw.
Und zwar müssen wir hier jetzt eine Exception hinten dran angeben, eine New. Sagen wir mal, wir wollen eine Index out of range Exception. Und braucht die irgendwas? Ne, die braucht nichts. Wir werfen einfach eine Index out of range Exception, damit wir sie unterscheiden können. Schreiben wir jetzt hier eine Index out of range Exception vorne dran. So. Wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir haben eine eigene Index out of range Exception geschmissen. Und zwar hier mit dem Throw. Könnt ihr machen. Wird logischerweise dazu führen, dass es einen Fehler gibt. Aber in manchen Methoden ist es sehr sinnvoll. Zum Beispiel Datei Ein- und Ausgabe ist relativ fehleranfällig und da möchte man dann teilweise auch Exceptions schmeißen. Und was man dann macht, ist folgendes. Man schreibt sich eine Public Void Funktion. Ups. Ich kann heute absolut nicht tippen, wieder mal. Das ist echt furchtbar. So, console. Nein, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir sagen hier einfach direkt throw new eine coole Exception. Was wollen wir für eine coole Exception? Genau, wir haben das Universum durch 0 geteilt. Also sagen wir divide by 0 Exception. So, und wie wir alle wissen, geht das nicht. Deswegen sagen wir hier throw new divide by 0 Exception. Und wenn wir jetzt die Funktion aufrufen, Achtung, genau, so, wenn wir jetzt sagen fnc, Klammer, Klammer, dann brauchen wir hier noch ein Static vorne dran, sonst können wir es nicht aufrufen. Und dann passiert folgendes, wenn wir das jetzt starten, kriegen wir eine Exception direkt hier. Wir können aber auch einfach sagen, okay, wir try und catchen das Ganze jetzt. Try, das hier, catch Pokémon-Variante, Exception E, wir machen nichts, ist uns völlig egal. Und danach kommt dieses ReadKey und so funktionieren wir das, funktioniert das Ganze jetzt. Also so kommen wir weiter und wir stürzen nicht ab. Ja, das ist Exception-Driven Programming. Also wenn ihr überall, wenn was nicht funktioniert, eine Exception werft, dann nennt sich das Exception-Driven Programming und ihr müsst die dann auch wirklich überall auffangen. Sonst habt ihr ein Problem, sonst fallt ihr nämlich komplett aus dem Code raus. Und ja. Es gibt sozusagen diese Methode und es gibt die Magic Value Methode, so im Großen und Ganzen, also das sind die zwei meist verbreitetsten. Da sagt man dann, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, zum Beispiel wenn ich weiß, dass ich immer eine ganze Zahl zurückgebe, dann sage ich, okay, statt einer ganzen Zahl oder statt einer positiven Zahl gebe ich 0 oder minus 1 zurück für das, dass es nicht funktioniert hat. Oder ich schmeiße eine Exception, kann man machen, wie man möchte. Gut. So funktionieren Exceptions und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wie gesagt, wir hören uns bei einem anderen Video, außer ihr schreibt ganz, ganz fleißig unten drunter, dass ihr unbedingt noch mehr C-Sharp haben wollt und vielleicht fange ich dann mal wieder an. Alles klar, bis dann, ciao, ciao.